Liebe Freundinnen und Freunde der violetten Garage, heute befasse ich mich mal mit dem Thema Prüfelektrode. Der Sinn und Zweck von einer Prüfelektrode ist der, zu prüfen, wo denn im Körper die Hochfrequenz gut fließen kann. Das heißt, da müsste eigentlich dann alles funktionieren, da ist das Magnetfeld nicht gestört. Und wo gibt es eben Verwirbelungen, wo fängt diese Prüfelektrode, mit der man dann über den Körper fährt, das Flackern an. Ich habe euch mal drei Prüfelektroden hingelegt. Von zwei weiß ich, dass sie funktionieren. Von einer möchte ich es rauskriegen, ob sie funktioniert. Das erste ganz oben, das ganz feine, zarte Modell, was ihr seht, das ist aus einem Heider, eine Prüfelektrode. Die ist absolut mini, ganz zart, und da habe ich irgendwie die Vermutung gehabt, dass die am besten und am empfindlichsten diese Hochfrequenz aus dem Körper aufnehmen kann. Die Elektroden, die Prüfelektroden, sind alle mit Neon gefüllt, alle drei, weil Neon eigentlich wirklich am schnellsten und am einfachsten mit Hochfrequenz reagiert und fast sofort das Leuchten anfängt. Also insofern sind alle Kandidaten mit Neon gefüllt. Die zweite Prüfelektrode, die in der Mitte, ist ebenfalls aus einem Heider, aber aus einem späteren Baujahr. Ich habe den Verdacht, dass es sich dabei schon um einen Gelenkstab handelt. Die Gelenkstäbe sind Elektroden, die setzt man an, wenn man in Gelenken Schmerzen hat. Das heißt, die sind darauf eingerichtet, praktisch mit der Hochfrequenz durch einen Knochen durchzugehen. Das bedeutet, dass die mit einer ordentlichen Durchschlagskraft daherkommen, und deswegen hält man die auch nicht lang aus, wenn man die ansetzt. Das heißt, wenn man jetzt Schmerzen hat in der Schulter oder im Knie, setzt man diesen Gelenkstab, nennt den Tefra, der Gelenkstab, praktisch in den Hochfrequenzgenerator rein, drückt es gegen das Gelenk, und dann, wie gesagt, kommt es zu einem recht gefühlsintensiven Erlebnis. Das hält man auch nicht lang durch. Okay, also das nur dazu. So, und jetzt kommen wir zum unteren. Das untere ist eine Prüfelektrode, die der Lutz im Angebot hat. Ich habe das gesehen und ich habe gedacht, boah, Mensch, also die ist ja ganz schön groß. Und ob die auch wirklich so leicht losgeht wie die anderen und ob die an der Stelle tatsächlich auch sicher funktioniert. Ich habe das mit dem Lutz besprochen. Der Lutz hat mir versichert, das ist genau der Fall. Ich glaube ihm auch, aber trotzdem, Versuch macht klug. Und deswegen gibt es heute einen kleinen Selbstversuch in der Garage. Ich hoffe jetzt gerade nur, dass alles gut geht. Okay, die Idee ist die, ich nehme eine Saturationselektrode in die Hand, schalte das Gerät richtig schön hoch und überprüfe dann durch Kontakt mit meinen Fingern, also wie gesagt andere Hand, das bedeutet, dass die Hochfrequenz schon durch mich durchgeflossen ist, und überprüfe mit Kontakt mit meinen Fingern, ob das Ganze jetzt eigentlich funktioniert, so wie ich mir es denke, oder nicht. Okay, wie läuft der Versuch ab? Also wie gesagt, ich nehme hier dieses Hochfrequenzgerät in meine Hand. Und mach's dann an. Und jetzt kann ich schon hören, das britzelt, das kribbelt, also das Gerät ist an, die Hochfrequenz fließt durch mich durch. Und ich fasse jetzt die Elektroden der Reihe nach an. Das ist diese kleine Prüfelektrode vom Heider. Schau, die reagiert ganz empfindlich auf mich. Wie gesagt, jetzt sind die Finger. Das heißt, ich bin bis zu den Fingerspitzen durchflutet. Das ist jetzt die vom anderen Heider. Und jetzt kommt dem Lutz eine dran. Und die geht nicht. Jetzt feste. Die braucht ein bisschen, bis die loslegt. Aber dann geht sie eigentlich schön empfindlich. Ich gehe nochmal an die. Ich gehe nochmal an die. Die hier leuchtet gut. Die leuchtet ein bisschen heller. Die ist anders gepumpt als die hier, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass diese Prüfelektrode funktioniert. Die macht ihren Job, das ist hervorragend.
Gut, das war's auch schon. Es kommt nur ein zweiter Teil, wo wir das dann im Körper ausprobieren. Vielen Dank euch.